Hallo und herzlich willkommen bei elektrischunterwegs.com, eurem kleinen Blog zum Thema Elektromobilität und Nachhaltigkeit. Heute bin ich mal wieder am Seat & Greet Ladepark und hinter mir seht ihr schon das Auto, mit dem ich mich heute ein wenig beschäftige, nämlich den IONIQ 5 von Hyundai. Dieses Auto ist eines der spannendsten Autos, die in diesem Jahr auf den Markt kommen. Bis zu einer 70 Kilowattstunden Batterie, Allradantrieb, 200 und Kilowatt Leistung. Dafür, dass der Wagen so groß ist wie ein Tiguan, wirkt er überraschend kompakt durch die eckigen Formen. Ein wirklich interessantes Auto. Finde ich lustig. Schauen wir uns gleich mal im Detail an. Bis später. So, dann einmal der Blick durch den Innenraum. Sieht relativ normal aus. Gibt auch noch Knöpfe, mit denen man irgendwelche Shortcuts machen kann. Dann haben wir hier Navi, dann haben wir hier Home. Ist nach dem Start. Das ist jetzt die voll ausgestattete P45-Variante mit belüfteten Sitzen und alles elektrisch einstellbar und hier ist das magnetische Board. Auto ist von Auto Sange in Landsberg am Lech. Sieht interessant aus. Von der Grundmaße ungefähr wie ein E-Tron, kann man fast sagen. Also breite Länge. So, dann werden wir jetzt mal ein paar Meter in dem IONIQ 5 P45 fahren. Das ist das Fahrzeug mit der großen Batterie, mit Allradantrieb und 200 und wie viel kW? Der hat 305 PS. 305 PS. Reicht leistungsmäßig, glaube ich, völlig aus. So, dann fahren wir nochmal los. Er kriecht schon mal nicht, was schon mal schön ist. Geräusch schaltet man dann auch ab, sehe ich das richtig? Weil ein Außengeräusch hat er jetzt nicht, ne? Ja, bis zu 30 km hat ein Außengeräusch. Okay, aber hier drin hört man es jetzt interessanterweise nicht. Und vom Fahrgefühl her fühlt er sich nicht an wie ein 4,60 Meter Auto. Wenn man jetzt hier so drin sitzt, bin ich ja echt positiv überrascht. Da ist noch das Head-Up-Display. Und von der Bedienung her so Rekuperation und so ist wie beim alten IONIQ, ne? Ganz genau, mit den Pedals am Lenkrad. Aber so ein richtiges One-Pedal-Drive hat er jetzt auch? Hat er auch. Man kann den einstellen auf iPedal und dann hat er genau dasselbe Verhalten wie beim Tesla. Okay. Bis zum Stillstand. Mit welchem muss ich das dann jetzt so verstellen? Ob das jetzt während dem Fahren geht, bin ich... iPedal ein. Ah, das ist okay. Gut. Gucken wir mal. Also es bewegt sich zumindest und es bremst auch. Oh ja, sehr schön. Aber das muss man dann bei jeder Fahrt wieder neu einstellen. Ganz genau. Ah, okay. Aber gut, das war ja beim IONIQ nicht anders. Das hat er sich ja auch nicht gemerkt. Aber fährt sich echt angenehm. Also... Ja, komfortmäßig, geräuschkulissenmäßig, ist das echt top. Wenn man mal auf den Pin tritt, tut sich auch was. Das ist doch auch okay. Ja, wobei du jetzt mal noch auch im normalen Eco-Modus warst, ne? Einmal den Drive-Button. Drive-Button, jetzt bin ich im Normal. Normal. Ja, okay, das... da merkt man, dass ich da mehr tue. Und beim Sport tut es ja noch mehr, aber jetzt kommt gleich hier der Blitzer. Genau, von daher sollten wir da jetzt nicht übertreiben. Den zeigt er auch an. Ja, das macht er wahrscheinlich, ja, hier TomTom, ne? Ja, ganz genau.
TomTom Live Service. Hat der jetzt eigentlich eine, also ich hatte jetzt irgendwie im Forum gelesen, dass der keine Ladesäulenplanung hat? Richtig. Ja, er zeigt zwar eine Ladesäule an, aber da muss man sich raussuchen, welche da, sagen wir mal, am besten, sagen wir mal, funktioniert, also auskommt. Er macht keine dynamische Routenplanung in der Form, dass er die Ladestation vorgibt mit Haltedauer und so weiter an Ladesock. Das ist aber von Dings geplant oder? Vielleicht kommt dann noch ein Over-the-Air-Update, dass das dementsprechend verbessert wird. Aber da, sagen wir mal, sind wir in der Community auch noch am Rätseln, ob das kommen wird oder nicht. Ja. Wäre ja schon praktisch, oder? Richtig, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie von einem, weiß ich nicht, ID4 oder ID3 oder selbst ein e-tron kann das. Richtig, also Ford Mach-E, EQA, also Mercedes etc., Peugeot, das sind einige. Aber dass der das Kamerabild beim Blinken einblendet, ja, tote Winkel, ist ja auch cool. Ja. Das ist auch cool gemacht. Ich mal eben drauf. Also hier sieht man dann jetzt eingeblendet rechts das Bild von der Kamera, denke ich mal, von der Spielkamera. Genau. Und auch sonst Infos vom Dingens sind super. Also das ist jetzt, genau, das ist jetzt das Armaturenbrett hier ist immer weiß, ne? Egal, ob das ein schwarzer Innenraum ist oder nicht. Okay. Man kann lediglich die Bildschirme an sich, kann man auch schwarz umschalten. Ja gut, aber das ist ja dann quasi so ein Nachtmodus oder sowas. Richtig. Warum ist jetzt der Rückspiegel so arg dunkel? Ist das, das auch kommt gewollt? Der, oder? Ja, der hat ist selbsttönend. Okay. Das sieht man auch leicht an dem Rand, dass da so ein Rand dran ist. Sehr spannend. Und vor allen Dingen auch nach hinten raus, jetzt sagen wir mal mit der 80% Tönungsfolie, ist natürlich noch ein Tacken dunkler als, sagen wir mal, mit der normalen Tönung seitens Hyundai. Okay. Er ist ja nachgetönt worden mit Folierung. Ah, okay. So, dann sieht man hier vorne jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, das Display, das Head-Up-Display. Gefällt mir persönlich ganz gut. Es ist hell, man kann es ganz gut erkennen. Und es ist vor allen Dingen eine deutliche Verbesserung zu dem, was sie bei dem Ioniq eingebaut haben, beziehungsweise bei dem Kona, wo dann so die Plastikklappe Scheibe, rausgeklappt ist. Und bei Routenführungen kommen da auch noch wesentlich mehr Zeichen rein, also ein großer Pfeil, der richtig auf einen zukommt. Im Endeffekt hat man dann ungefähr gefühlt eine Größe, wo man rausschaut, ungefähr von 44 Zoll. Cool. So, mal gucken, was die Dame sagt. Navigiere mich zum Seat and Greet Ladepark. Keine passenden Ergebnisse gefunden. Sagen Sie bitte den POI-Namen oder die Adresse, den beziehungsweise die Sie suchen möchten. Nordpark Hilden. Am Nordpark, navigiere mich zu am Nordpark Hilden. Möchten Sie dieses Ziel setzen? Nein. Sagen Sie bitte den POI-Namen oder die Adresse, die Sie suchen möchten. Am Jägerhof Hilden. Möchten Sie dieses Ziel setzen? Ja. Die Navigationsführung beginnt jetzt. Da bin ich da mal gespannt, wo der uns hinführt. Empfohlen. Und jetzt sieht man dann gleich auch die Anweisungen. Auf dem Display, genau, 600 Meter. In 500 Metern rechts abbiegen. Doch, aber das ist doch nett gemacht. Das ist übersichtlich. Die Kartendarstellung ist gut. Geräusche finde ich auch klasse. Also. Dafür, dass der hat jetzt 20 Zöller drauf, ne? Ja, richtig. Finde ich jetzt auch den Fahrkomfort völlig in Ordnung. Ja, also, super. Und ich bin positiv überrascht, wie klein sich der Wagen anfühlt. Dafür, dass es ja eigentlich 2 Meter breit ist, 4,70 Meter lang. Ja, richtig. Also, wirklich angenehm. Wobei ich würde wahrscheinlich für mich jetzt sagen, dass mir wahrscheinlich der
Rear Wheel mit dem großen Motor, mit dem großen Akku reichen würde, mhm. aber liegt aber 200 paar gequetschte PS. Ja, reicht ja locker. Also mehr. Dann gleich wieder die Anweisungen wahrscheinlich vornehmen. Ja, ah, man sieht jetzt auch schon, ich weiß nicht, wie gesagt, ob man das auf der Kamera sieht, aber man sieht dann so Pfeilchen, die so Augmented Reality mäßig eingeblendet werden, dass man dann gleich rechts muss. Jetzt rechts abbiegen. Dann fahren wir jetzt mal hier rechts rein. Dann können wir gleich einmal noch mal ein bisschen beschleunigen, wenn keiner hinter uns ist. Ja, die ersten paar Meter noch nicht, da dann nachher noch wieder der 50er kommt. Ja. In die Gegenrichtung. Die nächsten 2,5 Kilometer der Streckenführung weiter folgen. Einfach mal auf Sport. Nochmal einmal. Jetzt auch auf Sport. Alles klar, reicht. Das ist Tesla. Das ist Tesla. 5, wow. 5,2 Sekunden auf 100. Also, da bin ich ja ganz ehrlich, aber der Typ hinter uns wird sich jetzt ein bisschen ärgern. Das ist geil. Also, Leute, das ist wirklich hart. Bing, bing, Blitzer. Also, das ist... Das ist wirklich wie ihr Model 3 oder ja. Ähnliches. Model also, 3 Standard Range Plus hat 5,4. Er ist angegeben mit 5,2. Das ist echt so ein Kopfschnacker. Jo, ja. 57. Also, nee, aber selbst im Normalmodus, das reicht völlig aus. Also, ja. Mehr Beschleunigung braucht man nicht. Ich finde jetzt diese Anzeigen hier irgendwie interessant. Was zeigt der da jetzt an auf diesen Balken links einmal und rechts? Charge. Und dann die Power, wenn man Gas gibt, und links dann eben halt die Geschwindigkeit einmal in Ziffern und auch praktisch in Art vor Muster angegeben. Okay, da der jetzt nur noch auf 28% ist, soll ich dir gleich mal eine Ladung ausgeben bei Fastnet? Das wäre nett. Dann können wir noch mal gucken, was da so was, an dem, da, geht, ja. was da so an dem 23, an dem 300 kW. Man kann sich da auch dann die Navigation mit reinnehmen und dann ist er genau wie der Tesla, dann zeigt er einen links und rechts die fahrenden Autos an. Alles. Ah, cool. Also das, wie man es vom Model 3 auch erkennt vom Bildschirm, macht er dann praktisch in der Mitte, wo jetzt die Ziffern stehen, wird dann die Fahrbahn dargestellt. Okay, spannend. Ja, wenn der Wagen mal flächendeckend bei den Händlern ist, werde ich mir den, glaube ich, mal länger ausleihen. Also es gefällt mir extrem. Ja, die Navi, also die Software als solches mit der Routenführung und TomTom Live Services perfekt. Ja, aber da es wahrscheinlich eingekauft ist, werden sie das mit den Ladesäulen da nicht so implementieren können, ja. Also wohl hat TomTom Live Service Ladestation. Man kann also sehen, ob die belegt sind, etc., welche das sind. Das hat ja Renault, die ja auch TomTom nutzen, haben sie ja auch. Rekuperiert bis zum Stillstand und bleibt auch stehen. Es kriecht nicht. Das ist doch sehr angenehm. Ja. Und was halt auch schön ist, hier alles offen und Materialien sind auch gut. Fühlt sich ordentlich an. Sieht gut aus. Was hat der Wagen jetzt am Ende gekostet? 65? Also rein Listenpreis sind 65 und das 45er Modell ist ja abgegeben worden mit einem Preisvorteil von Hyundai, seitens Hyundai selbst, für 5.000 Euro Nachlass. Dann gab es nochmal einen kleinen Rabatt seitens des ausliefernden Händlers und eben halt sowohl BAFA als auch die Elektroförderung von dem Händler her lag man dann beim bezahlbaren Nettopreis von 48.500. Ja, aber das ist doch... Das geht. Schnäppchen hätte ich jetzt gesagt. Das sind 17.000 Euro, sagen wir mal, weniger. Das ist nicht weit vom Schnäppchen entfernt. Ganz genau, für das, was der Wagen bietet, perfekt. Ein Schublader als Handschuhfach. Ja. Sachen gibt's. So, und dann fahren wir doch nochmal zum Seat and Greet zurück. Das heißt auch innen drin, ein Augmented, dann ein anderer Verteilerkreis ist. Ja.
Gut, Head-Up-Display bräuchte ich jetzt nicht, aber... Nee. Nette Spielerei. Ja. Aber ich sag mal, abends, auch so allgemein, man hat schon ab und zu mal ein gewisses Vorteil, weil man nicht den Blick von der Straße abwenden braucht. Ja. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, dann sind wir wieder am Seat and Greet und dann fahren wir doch jetzt mal an die 300 kW Ladesäule von Fastnet und gucken uns mal an, was da so am Ende bei rauskommt. Brauchen aber eine leere Säule, wo keiner dran steht, weil der sollte die 300 kW eigentlich komplett auslasten, hätte ich jetzt gesagt. So, der hat den jetzt hinten rechts, ne? Ja. So, und jetzt hier Handling ist wie beim... Da müssen wir jetzt an auf den rechten Platz. Okay, ich bin zu blöd zum Parken, aber das ist ja nichts Neues. Das war jetzt doof. Noch ein klein bisschen mehr. So, Sahnehäubchen zu der Kamera. Du kannst jetzt, nachdem du eingeparkt hast, einmal gucken, ob du denn an der Stelle, wo du stehst, in einem virtuellen Modell, einem virtuellen 3D-Modell gucken, ob denn alles so richtig ist. Schöne Spielerei. Das ist ja geil. Die Leute kommen auf Ideen. Das gucken wir jetzt an. So, dann stehen wir jetzt an der Ladesäule. 300 kW Fastnet. Kärtchen dran. Ist bei 28%. Da sollte eigentlich ordentlich was bei rumkommen. So, einstöpseln. Erkannt hat einen schon. Wenn man von 5% anfängt, dann haben die bei 25% die höchste Leistung. Steigt man aber bei 25% ein, kommen die nicht auf den Berg. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. 28% zeigt er an. Er redet, er blinkt noch nicht. Ja, ein bisschen Handshake. Jetzt. Kommunikation wird aufgebaut. Jetzt. So, und da kommt die Ladeleistung. 3 kW. Ich weiß noch schon die ersten 3 kWh drin. Aber das sieht doch ordentlich aus. Das sieht doch hervorragend aus. 200 Meter. Denke ich. Ja. 210. Bei 210 reicht aber doch, mein Gott. Ja, ungefähr bei 40% geht er auf 220 rauf. 220, okay. 223. Ja, die paar Sekunden können wir ja noch einen Moment warten, ne? Genau. Aber, so, was zeigt er jetzt hier an? Hier blinkt er und je höher, je mehr Pixel blinken, umso voller ist er, oder? Ganz genau. Ja, das ist ja mal nachvollziehbar. Also in der Zeit, die du zum Bäcker brauchst, zurückkommst, ist das Auto bei 100%. Also bevor das Ding da bimmelt für die Pizza, ist der voll. Wie lange haben sie denn jetzt? Das war letzte Woche Samstag. 216. Es geht, bei 43% geht es noch hoch. Ich fahre seit 4 Jahren. Der erste war ein Ioniq 28er, danach ein Kona. Okay. Und dann kam das Tesla Model 3 Long Range, danach Tesla Model 3 Standard Range. Also wir haben von allerlei Wagen. Also, und das Auto liegt preislich auf dem Niveau vom ID.4 und der schafft maximal 125 kW. Der braucht 30 Minuten bis auf 80% der VW. So. Ah, jetzt fährt er wieder hoch. Nein, das kann doch gar nicht. Die SOC steigt, da muss der andere drauf fahren. Ja, ja. Theoretisch ja, ja. Das ist ein Fake, die Anzeige, das kann nicht sein. Das ist ja, das unglaublich. Was? Merken Sie da was von jetzt an diesen wunderbaren Tagen? Ja, ein bisschen. Ich sag mal, wenn es gut läuft, hat man ungefähr 5 bis 6 Kilometer. Ja, für Klimatisierung unter Tag beim Parken oder was üben wahrscheinlich. Ja. Das ist ja nicht mehr wie ein normales Pendel auf dem Dach. Ja, aber bei Morgen, jetzt wenn ich da ein, die fahre, stelle ich das Auto in den Schatten. Nee, stell ich den in den Schatten. Ja,
Ne? Ich meine, was der dann in 20 Minuten einlädt, da kannst du einen Eimer aufbauen. Was liegt der wieder runterkühlen muss, weil er in der Sonne steht, dann ist das wieder weg. Gerade mal so bei den 4P. Machen wir jetzt noch einen kurzen Blick in den Kofferraum. Wenn man Kinder hat, kann man hier prinzipiell die elektrische Heckklappe. Elektrisch verschiebbare Rücksitzbank. Größe ist auch okay. Junge, Junge. Nee. Das ist eine Ansage. Hier ist auch noch Zeug drunter. Kannst du einmal vorne aufmachen? Den Frunk. Schauen wir jetzt einmal nochmal in den Frunk. Hier ist einmal der. Ja. Gucken wir einmal noch mal in den Frunk. Hier gibt es wahrscheinlich auch irgendwo einen Schalter, Hebel. Bin ich doof? Wo ist der Hebel? Da. Gasdruckdämpfer. Das ist kein Frunk, ne? Nicht so richtig. Ja. Also, naja, also für das die Ladekabel reicht. Der hat einen größeren, der hat 57, glaube ich, und der hat jetzt irgendwie 30 oder 24. So. Aber immer einen Frunk. Wie groß ist er? Das ist der große Akku, 72 Kilowatt. Okay. Ja, ich glaube, den braucht man auch, oder? Gefällt. Gutes Gefühl. Der kleine. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann lasst doch vielleicht ein Abo da, ein Like. Bis zum nächsten Mal. Ciao.